5.599 Euro kostet dieses Rennrad mit ja, einer Farbkombination, die es normalerweise nur beim Golf GTI gibt, in bestimmten Kreisen. Und die Farbe changiert. Ja, so hat es der Nico nämlich gesagt. Hat gesagt, ja, einige sagen ja eine Flip-Flop, die anderen sagen, es changiert. Ja, es wechselt nämlich je nachdem, wie ich bin, die Farbe komplett von so einem Art Grün, das sieht man hier vorne, hin zu einem Braunton. Und hier sieht man beide Farben auf einmal. Das heißt, never the same color, NTSC. Cool. Aber es kann noch viel, viel mehr. Das ist ein echter Hingucker. Ich meine, 5.600 Euro ist natürlich für ein Rennrad nicht gerade wenig, aber es hat einiges zu bieten. Hier ist Nico Ockenfels. Servus Sven, grüß dich. Wie ist der Name von dem Fahrrad? Das hier ist ein Addict RC15, Modelljahr 2021. Frisch aus dem Karton, kann man sagen. Wir sind froh, jetzt schon eins der ersten Räder auch hier zu haben. Besonderheit im nächsten Jahr, du hast es schon gesagt, ob man es jetzt Flipflop nennt oder die Farbe changiert. Also bei Scott nennt sich das Ganze Prism. Wie du ja eben schon gezeigt hast, ist es hier einfach so, dass je nachdem wie der Lichtwinkel ist, die Farbe unterschiedlich in der Darstellung ist. Wir haben also hier von einem Grünton bis zu einem Sandbraun, einen leichten Lila-Effekt, verschiedene Farbtöne drin. Und dieses Thema ist in der Radbranche nächstes Jahr irgendwie überall Thema. Also ich war am Wochenende erst auf einer Messe gewesen und habe bei diversen Herstellern solche Farbtöne gesehen, beziehungsweise dieses Farbspiel. Und gerade bei Scott, wir hatten es zum Teil auch schon im letzten Jahr gehabt, sprich Modelljahr 2020, hat man das deutlich mehr erweitert. Jetzt nicht nur im Rennradbereich, sondern egal auch Mountainbike, E-Bike. Also da kommen noch ein paar richtig heiße Farben, wo ich mich schon freue, die dann auch präsentieren zu dürfen. Gerade weil natürlich über die Kamera diese Farben in der Darstellung wirklich schön zu sehen sind. Ja, ich kann zumindest mal die Kamera bewegen und kann einfach mal zeigen, wie sich das Ganze wechselt. Das ist natürlich im Licht noch mal viel härter. Wenn du mal so lieb bist, das Farbmann nimmst, wir gehen mal etwas näher zum Licht hin. Denn das ist ja, ich meine, abgesehen davon, dass das Fahrrad richtig geil ist, aber das mit diesem Lichtwechseleffekt, das muss man einfach mal zeigen. Das ist schon krass. Guck mal hier vorne. Wenn du einfach mal das Fahrrad mal hin und her bewegst, dann sieht man schon, jetzt ist es braun, jetzt wird es grün. Ich versuche es mal gerade einzufangen. Von der anderen Seite war es noch viel extremer. Nico, wenn du es nochmal hochnimmst. Hier vorne sieht man es, glaube ich, ganz gut. Hier ist dann, unten ist dann wieder braun und es wechselt die ganze Zeit. Richtig. Ziemlich cool. Ja, dann stellen wir es am besten nochmal zurück. Dann können wir es nämlich mal zeigen. Sag mal, dass die Ratsche hinten immer so laut ist bei den Rennrädern. Ist das irgendwie ein Muss? Ich frage mal so direkt rein, weil bei meinem Mountainbike ist es nicht so laut. Ja, kommt ganz drauf an. Also es gibt, ich weiß von einem Händlerkollegen, der selbst die Freiläufe aufnimmt und damit der Kunde sehen kann, ob ihm das gefällt oder nicht. Das finde ich auch sensationell. Gute Idee von dem Händlerkollegen. Mach mal bitte. Ich will mal einmal hören, weil die ist schon irre laut. Natürlich den Vorteil, dass man dich schon hören kann. Oder man hört schon, wenn du kommst. Du brauchst dann quasi die Klingel nicht mehr. Ne? Das ist der Vorteil. Aber du bist mit dem Rad halt auch richtig schnell, weil das ist schon eine Waffe, muss ich ganz klar sagen. Das Addict wurde ja letztes Jahr, sprich Modelljahr 2020, komplett neu gemacht. Es gab einige Veränderungen in Bezug auf Gewicht. Es wurde deutlich leichter, es wurde aber auch steifer, es wurde andererseits aber auch flexibler, was den Komfort des Rahmens halt auch anging. Und das Rad ist also, geht unverändert in das Modelljahr 2021 über. Was sich ändert, sind natürlich ganz klar die Farben. Auch die Preispunkte sind ein bisschen verändert worden. Die was? Die Preispunkte sind ein bisschen verändert worden, gerade nach oben raus. Bis 13.000 Euro war also relativ viel Luft, wo man da auch eine große Bandbreite hatte. Und das hat mir jetzt mal noch so ein bisschen angepasst, wo diverse Modelle vielleicht auch nicht ganz so attraktiv waren. Also in dem Sinne vernünftig gelöst, muss ich sagen. Weil man muss nicht immer so viele Modelle haben, das ist nicht immer das Entscheidende, sondern, sage ich mal, Modelle, die mit den passenden Komponenten, also für mich ist einfach dieses Rad absolut passend, weil wir haben eine komplette Ultegra Di2 drauf. Ich komme hier um. Das ist eine Gruppe, die wirklich tadellos funktioniert. Heißt in dem Fall, sie funktioniert komplett elektrisch. Komplett elektrisch? Ja. Kein Zug mehr?
keinen Zug mehr. Ne? Also du hast eigentlich nur noch die Leitung, wie du hier siehst, die zum Schaltwerk führt und dann schlussendlich durch den Rahmen zum Akku hin. Das gleiche haben wir hier beim Umwerfer. Hier sitzt im Prinzip das Steuerelement dann halt also auch drin. Allein die Technik, das Wechseln kostet schon weit über 1000 Euro? So würde ich es jetzt, es kommt immer ganz darauf an, wenn ich jetzt eine reine Ultegra-Gruppe nehme, geht es schon auch durchaus darüber. Aber in dem elektrischen Fall, es gibt ja auch oben drüber noch die Dura-Ace-Schaltgruppe, die dann nochmal ein Modell drüber setzt oder dann auch vom Gesamten nochmal etwas leichter ist. Aber die Ultegra bietet einfach halt eine große Bandbreite und das ist einfach das Interessante dort dabei. Dazu kommt natürlich, was jetzt im Rennrad immer mehr Thema wird, sieht man vielleicht keinen einzigen Zug mehr. Ja, ich zeig das mal. Na, zum einen haben wir natürlich durch die elektronische Schaltgruppe nur noch die Verkabelung. Aber alle Züge, sprich die Bremse haben wir ja immer noch, laufen im Lenker entlang, gehen direkt in den Vorbau hinein und verlaufen dann an der Seite des Schaftes bzw. des Gabelschaftes vorbei und dann schlussendlich nach hinten oder siehst nach gar vorne. Nichts. Also hier siehst du, wie die Leitung schlussendlich nochmal rauskommt. Hier ist jetzt nur die Gummiabdeckung ab. Die müsste man noch ein bisschen richtig einsetzen, dass das auch sauber aussieht. Es kam heute, das Fahrrad? Ja, es ist gerade erst frisch montiert worden. Kann sein, dass die Jungs in der Werkstatt da noch nicht komplett fertig waren mit. Wichtig war jetzt, dass wir das heute drehen können und zeigen können, vor allen Dingen, was die Farbe angeht. Also Prism ist großes Thema in der Kollektion von Scott 2021. Und da freuen wir uns auch drauf, weil sie bieten wirklich eine große Farbenvielfalt in allen Bereichen. Und ich glaube, dass das auch ganz gut ankommt. Sag mal, jetzt mal eine ganz blöde Frage, wenn da mal irgendwas dran ist, ich muss irgendwas wechseln an Zügen. Ihr seid da Profis für die Rennräder. Muss in die Fachwerkstatt. Also klar, es ist aufwendiger, wenn die Züge außen liegen. Wenn ich jetzt hier einfach nur früher sage, okay, ich hatte einen Ansatz gehabt, wo der Zug reingeführt wird, dann konnte ich den natürlich einfach wechseln. Hier ist das Ganze schon ein bisschen aufwendiger. Es geht dann beim Lenkerband los, über die Vorbaueinheit. Also gerade wenn ich jetzt auch sage, hier haben wir im Prinzip immer die Serienausstattung, das heißt, hier sind noch alle Spacer enthalten. Wenn wir das Rad jetzt so fitten, dass wir sagen, okay, also in die Anpassung bringen, zwei Spacer raus, müssen wir auch den anderen Teil komplett anpassen. Das heißt, die Züge. Ich kriege das aber so hin, wie es jetzt hier aussieht, nochmal später. Das heißt, original. Sonst könnten wir diese Räder nicht anbieten. Ja, klar. Die Jungs in der Werkstatt wissen darüber Bescheid, werden da auch drauf geschult. Also gerade bei Scott hatten wir letztes Jahr schon eine komplette Schulung dazu. Das wird jetzt dieses Jahr nochmal aufgefrischt, um da wirklich im Thema dann halt auch drin zu bleiben. Aber wir wissen darüber Bescheid, können damit umgehen. Und das ist auch entscheidend für den Kunden schlussendlich. Zielgruppe schon Profis? Profi würde ich nicht sagen. Also Profi ist bei uns kein Kunde, weil der Profi wird gesponsert. Und ich meine jetzt also jemand, der viel fährt, Rennrad. Ja, aber du kannst ja auch sagen, ich fahre damit nur in die Eisdiele. Das ist ja immer deine eigentliche Intention. Das ist wie wenn du sagst, du fährst Porsche, fährst ja auch keine Rennen unbedingt. Also im Großen und Gesamten ist es natürlich für denjenigen, der sagt, ich bin ambitioniert unterwegs, ich will ein Rad haben, was viel Vortrieb bietet. Gewicht liegen wir bei dem Rad, ist ja immer wichtig für die Rennrad-Enthusiasten, bei 7,7 Kilo. Ja, bitte einmal den Einfingertest, wenn du es schaffst bei 7,7. Bin mal gespannt. Ja, der Nico hat extra geübt. Ich gucke. Zwei Finger können wir auch mal. Ja, machen wir zwei. Geht. Geht. Krass, 7,7 Kilo. Oder ist das Gramm auch noch angegeben? 7,7 Kilo. Gemessen wird meines Wissens immer in Rahmengröße M, sprich 54, ohne Pedale. Da ist aber nicht so, dass die jetzt auch noch die Lufttemperatur vorher kompensieren bei der Messung. Nee, es geht um jedes Gramm, es ist so. Jetzt können wir ja einfach sagen, ich könnte ja einfach abnehmen. Ja, dann ich nehme einfach 5 Kilo ab und spare 5000 Euro, nehme mir dann ein schwereres Rad. Es geht um die bewegten Massen. Genau, also vor allen Dingen auch die rotierenden Massen. Das ist ja gerade immer der Punkt beim Laufrad. Heißt, wenn ich jetzt beim Laufrad zum Beispiel noch leichtere Reifen oder Schläuche oder vielleicht auch Tubeless, egal wie auch immer, wenn ich irgendwas nutze, was das ganze Laufrad leichter macht, habe ich eine rotierende Masse, die das Ganze halt auch nochmal in Vortrieb umsetzt. Und das macht schon einen Unterschied aus. Natürlich spielt auch die Aerodynamik eine Rolle. Heißt, wenn du natürlich auch 5 Kilo mehr auf den Rippen hast, hast du auch mehr Windwiderstand, persönlich gesehen. Aber du brauchst mich gar nicht so anzugucken. Entscheidend ist wirklich,
wir haben hier schon ein Sportgerät. Also selbst die Profis nutzen dieses Rad natürlich nochmal in einer ganz anderen Ausstattungsform, aber es ist in sich ein Rad, was ganz klar Premium orientiert ist, wo sich abhebt natürlich auch von der Masse. Auch das Thema Scheibenbremse wird immer mehr. Also wir haben bei unseren Rennradkollektionen, wenn du hinten, momentan ist noch nicht so viel da, weil es fehlt halt einiges, haben wir überall Scheibenbremsen drauf. Also wir haben keine Räder mehr ohne Scheibenbremse, weil sich das Thema wirklich komplett durchgesetzt hat. Für denjenigen, der das letzte Gramm rausholen will, der sollte natürlich weiterhin auf eine Felgenbremse setzen. Aber was das Thema Verzögerung, Sicherheit halt angeht, hat die Scheibenbremse einfach deutlich mehr Vorteile. Und das selbst mittlerweile auch beim Rennrad. Da vorne ist das etwas preiswertere Modell mit einem Alurahmen. Das andere ist, glaube ich, ein Carbonrahmen bei dem anderen. Wir haben in beiden Fällen Carbonrahmen. Das ist auch Carbon? Das hier ist die Addict RC-Serie, die wir eben gezeigt haben. Und das hier ist die Addict-Serie. RC ist immer noch mal das sportliche Rad. Das gilt sowohl für die Mountainbikes als auch für die Rennräder. Überall, wo RC dran steht, haben wir noch mal eine etwas aggressivere Sitzposition. Das heißt, ein kürzeres Steuerrohr. Das heißt, die Sitzhaltung verlagert sich noch mehr etwas nach vorne. Und hier natürlich auch ein ganz anderer Rahmen jetzt. Ne? Das ist auch Carbon. Das ist auch Carbon, ja. Nämlich keine Schweißnähte, jetzt wo du es gesagt hast, ja. Also Einstiegsmodell ist das RC30, das haben wir auch schon da. Es gibt in dem Fall jetzt in diesem Jahr zwei Farben in dieser Kollektion. Auch hier gibt es eine Farbe, die so schön changiert. Werden wir auch bekommen, ist aktuell aber noch nicht da. Aktuell ist nur das Gelbe gekommen. Das ist auch neu, 2001. Ja, das sah im letzten Jahr eigentlich genauso aus von der Optik. Wir hatten bis vor zwei Tagen auch das Vorjahresmodell noch da gehabt. Da ist aber auch jetzt auch das letzte weggegangen. Und hier haben wir nur vereinzelte Veränderungen beim Modell. Also die Spezifikation ist immer noch dieselbe. Wir haben hier die klassische Ultegra mechanisch, aber auch die Vorteile, komplett innen verlegte Züge. Das ist hier genau gleich wie bei dem RC15 hinten. So, falls jemand das googeln möchte, ich sage nochmal den Namen ganz explizit. Also hier hat man tatsächlich noch Züge, auch Carbon, richtig? Ja. Genau, das hier ist das, ich lese mal ab, Scott Addict RC30 Carbon, diesmal in der Größe XL, kostet 3.799 Euro. Und vielleicht nochmal zur Ergänzung, das da oben, das ist noch das 2020er, das kostet 2.499 Euro. Das gibt es aber dann auch in anderen Farben als 21er? Es gibt immer zwei Farben mittlerweile bei den Scott-Rennrädern. Hier ist es aber so, dass wir wirklich nur noch von Einzelstücken sprechen. Okay, das heißt, das 220er sind noch Restposten da, der Rest ist 21er. Kommen wir nochmal hier zurück. Carbon ist da schon Pflicht. Das heißt, ansonsten komme ich ja nicht auf diese 7,7 Kilogramm. Jetzt haben wir natürlich immer den Punkt, viele sind skeptisch, was das Thema Carbon angeht. Mehr noch im Mountainbike-Bereich wie im Rennrad. Im Rennrad hat sich schon komplett durchgesetzt. Da kann ich halt immer nur sagen, also wir brauchen einfach einen Hersteller, der Erfahrung hat. Das hat Scott. Selbst Anfang der 90er hat man schon mit dem Thema Carbon gearbeitet. Und somit blickt man da wirklich auf 30 Jahre Erfahrung zurück. Und das hat sich über die letzten Jahrzehnte wirklich immer wieder verfeinert, verbessert. Man muss halt einfach aufpassen. Es gibt zum einen verschiedene Carbonfasern, so wie es auch verschiedene Aluminiumarten gibt. Und es gibt hochmodulare Fasern, die natürlich sehr, sehr leicht sind, aber auch sehr spröde, also eher reißen. Und es gibt natürlich halt aber auch Fasern, die deutlich mehr Flex halt auch bieten. Und jede Faser hat ihren unterschiedlichen Einsatzzweck. Will ich wirklich auf ultraleicht gehen, nehme ich die hochmodularen Fasern. Die kann ich aber natürlich jetzt nicht in den Knotenpunkten verwenden, weil das ist eher ein Punkt für wirklich hier in dem mittleren Bereich. Nur zu den Knotenpunkten hin, also sprich Tretlager, Steuerlager oder Sitzrohrdreieck, ist es wirklich so, dass wir eine Faser brauchen, die einfach von der Belastung her besser ist. Und dann ist auch die Frage, wie verlege ich eine Faser? Eine Faser kann immer nur auf Zug arbeiten und das sieht man hier auch so ein bisschen. Also man sieht hier schon die grundlegende Faser. Man sieht, es stößt hier eigentlich an, wo man sagt, das ist ja vielleicht gar nicht richtig so gefertigt. Das passt aber schon so, weil jedes Bauteil schlussendlich einen unterschiedlichen Einsatzzweck hat. Der Hinterbau soll in gewisser Art und Weise halt auch flexen, soll einen Komfort bieten. Die Tretlagereinheit soll aber natürlich absolut steif sein, damit jeder Tritt ins Pedal natürlich auch in Vortrieb umgesetzt wird. Und das ist eine Thematik, die wirklich Scott sehr gut beherrscht. Gerade wenn man auch mal so einen Querschnitt von einem Rahmen sieht, was da drin steckt an Entwicklung, und das macht die Marke halt einfach irgendwo halt auch aus.
Das Laufrad, das ist auch aus Carbon? Genau, wir haben eine Carbonfelge, in dem Fall ein Syncros-Laufradsatz, also auch Komponenten wie Sattelstütze, Sattel, Vorbau, Lenker, Laufräder stammen ja quasi aus dem eigenen Haus. Scott hatte vor einigen Jahren schon die Marke Syncros gekauft, ist ja die Kultmarke, sage ich mal, aus Anfang der 90er oder auch davor. Da hatte jedes Rad, was irgendwie edel getunt war, auch so Syncros-Komponenten, ob Sattelstütze, Vorbau, Lenker mit verbaut. Und hier ist die Entwicklung gerade durch Scott natürlich deutlich weitergegangen, gerade in Bezug auf Carbon, weil wir da viel Erfahrung halt auch haben. Und es bildete halt, sage ich mal, auch für die Designer die Möglichkeit, das Rad perfekter zu anzupassen, als wie jetzt auf ein Trittprodukt zu greifen und zu sagen, okay, der Schriftzug auf der Felge ist gelb, aber eigentlich wollen wir ein lilanes Fahrrad machen und die Farbkombination passt einfach nicht zusammen. Krass. Ja, auf was man heute alles achten muss. Wahrscheinlich ist jemand, der dann in den 70er Jahren Rennen gefahren ist, der lacht sich heute tot, hat gesagt, wir waren froh, dass wir überhaupt mal tolle Fahrräder hatten. Die waren damals wesentlich schwerer, so in den 70ern, die waren wahrscheinlich doppelt so schwer, oder? Ja, 70er ist natürlich jetzt ja noch vor meiner 80er, Zeit, aber ja. Klar, im Endeffekt ist es natürlich so, dass sich hier schon viel getan hat und das Thema Carbon bietet so viele Möglichkeiten. Also es heißt auch nicht immer gleich, dass ein Carbon unbedingt leicht ist, es kommt immer auf den Hersteller drauf an. Man muss aber auch wirklich sagen, dass Scott in dem Bereich wirklich führend ist und sehr viel Entwicklungs-Know-how halt auch hat, um solche Räder zu fertigen und auch das Geld in die Hand nimmt, damit es solche Räder halt auch heute gibt an diesem Standard. Ja, sehr, sehr schön. Ja, der Preis nochmal 599 Euro. Ja, das Thema Jobrad, es hat viel erreicht, ist nicht nur für Fahrräder mit Motoren, sondern kann für alle Fahrräder angewendet werden. Was ist Jobrad? Zum Beispiel Jobrad. Also zum Beispiel Jobrad ist der allgemeine Begriff, Thema Leasing, das heißt wir sprechen von Gehaltsumwandlungen, der Arbeitgeber muss schlussendlich einen Kooperationsvertrag mit einem dieser Partner haben. Der ist umsonst? Der ist umsonst, genau. Und der Mitarbeiter hat dann die Möglichkeit über eine Lohngeldumwandlung ein Fahrrad, in dem Beispiel jetzt bei Jobrad über 36 Monate zu leasen. Hat halt den Vorteil, dass wir über die Lohngeldumwandlung wirklich Geld sparen. Ist nichts anderes, wie wenn ich jetzt schon irgendwas für meine Rente mache, 100 Euro quasi brutto ins Sparen bringe, aber netto vielleicht nur 60 oder 70 Euro dafür zahle. Und von der Steuerklasse ab? Genau. Sparpotenzial ist bis oder sage ich mal sogar über 40% möglich. Das kommt natürlich auf Steuerklasse etc. drauf an. Das ist nicht immer gleich. Und auch ein Rennrad dieser Art kann geleast werden. Also wir reden zwar immer von E-Bikes und Leasing und überhaupt, aber jegliches Fahrrad, das kann auch ein 1000 Euro Hardtail Mountainbike ohne Motor sein, geht für das Leasing. Genau. Ja, es gibt eine spezielle Versicherung, die nennt sich Wertgarantie, also jetzt gerade bei Carbonrahmen, die zahlt sogar den Verschleiß. Das ist bei Fahrrädern ohne Motor nicht ganz günstig, weil die schon eingestuft sind. Aber du empfiehlst das immer wieder, weil es fast zu schön ist, um wahr zu sein. Also wenn ich hier mal einen Sturz habe, 5.600 Euro, ich glaube, die zahlen, es gibt Größen bis 6.000 Euro, wo die alles zahlen. Genau, es geht bis 6.000 Euro. Das ist so die Schallgrenze für die Wertgarantie. Alles, was drüber geht, kann ich dann natürlich selber abdecken irgendwo. Heißt, ich kann auch ein Rad für 8.000 Euro versichern. Mir muss aber klar sein, dass ich, wenn, dann maximal 6.000 Euro zurückbekomme. Diebstahl mit drin? Diebstahl ist mit drin, Vandalismus ist mit drin, Verschleiß ist schlussendlich auch mit drin. Das heißt, wenn ich irgendwann mal vielleicht den Reifen runter habe oder die Kette verschlissen ist, oder das Ritzel. Ja. Genau, gibt es dementsprechend hier ein Budget, was ich dafür einplanen kann. Und wo ich quasi wie eine Kaskoversicherung mein Fahrzeug eigentlich nur abgebe. Wir kümmern uns schlussendlich um den Rest und der Kunde holt es einfach nur nochmal ab. Das ist jährlich begrenzt, das Budget, aber wenn das Fahrzeug entwendet wird, das kann ja schon mal passieren, so ein tolles Fahrrad. Ich habe es angeschlossen ordentlich mit allem Pipapo. Da gibt es natürlich auch entsprechende Voraussetzungen. Das Schloss muss ein bisschen was taugen und so weiter, steht alles drin. Du machst das schon sehr, sehr lange. Ihr habt tatsächlich Versicherungsfälle schon jede Menge gehabt. Und das Ganze wird sogar so abgewickelt, ich bringe das Fahrrad her, habe vielleicht hinten das Laufrad, ist kaputt gegangen, warum auch immer. Du gibst es ab, du hast damit nichts zu tun. Also ich oder wir haben schlussendlich was damit zu tun, aber der Kunde halt einfach nicht. Ne? Er kann es abgeben. Genau, also, er gibt es einfach ab, sagt, okay, das ist passiert. Und wir reparieren das Gesamte dann halt auch und rechnen aber selber dann auch mit der Wertgarantie ab. Das heißt, der Kunde muss sich da um nichts mehr kümmern, muss nicht in Vorkasse leisten oder Vorkasse treten. Und das ist natürlich schon ein interessanter Punkt.
Das heißt Wertgarantie. Und die kommen damals aus dem Rentalbereich, Elektrogeräte aus den 70ern. Da wurden also viele auch versichert. Da waren die viel komplexer und sind einer der Marktführer in dem Bereich, muss man sagen. Ja, also wie du schon sagst, früher Fernseher, es war sogar schon Anfang der 60er, ich glaube 64 war die Gründung von Wertgarantie und übergegangen zu Handys. Ich hatte letztes Mal eine Kundin gesagt, ja, Wertgarantie kenne ich, ist mein Handy drüber versichert und so bieten die mittlerweile halt auch die Sparte Fahrrad oder halt auch E-Bike an. Hast du den Preis im Kopf bei? Natürlich bei den unmotorisierten Rädern ist das Ganze etwas teurer. Weil du hast ja gewusst, dass ich das gleich frage. Ja, ja. Ich habe das gewusst, aber wir liegen hier, glaube ich, bestimmt schon bei 360 Euro. Im Jahr, muss man sagen. Das heißt also rund 30 Euro im Monat. Dafür ist sogar Verschleiß versichert. Trotzdem muss man sagen, man hat hier ein Objekt über fast 6.000 Euro. Wenn es weg ist, wäre man froh gewesen, man hätte die 30 Euro investiert. Zumal das Thema relativ unkompliziert ist. Fliegen die dann alle raus beim ersten Schaden aus der Wertgarantie? Nee, das gar nicht. Also wie gesagt, es ist vom Invest her, wir haben ein hochwertiges Produkt. Aber ich muss das auch nochmal relativieren, wenn ich irgendwie mal einen Platten habe oder die Kette neu muss, dann brauche ich nichts mehr zu bezahlen. Ne? Und das muss ich dann irgendwo auch von den 360 Euro irgendwo nochmal abziehen. Da gibt es noch ein Budget im Jahr, das ist, glaube ich, begrenzt, aber es ist über 360 Euro. 720 Euro stehen zur Verfügung. Aber ich zahle 360 und habe 720 Euro im Jahr Budget. Genau. Richtig. Wo ist denn der Haken? Es gibt keinen Haken. Also wirklich genauso, es gibt keine Einmalzahlung, kein... Nein, also im Endeffekt gibt es da keinen Haken. Wir haben es selber jetzt schon über Jahre, wo wir es nutzen, wo wir auch wissen, wie die Abwicklung hinten dran ist. Uns geht es nicht primär darum, jetzt irgendeine Versicherung oder irgendwas anzubieten. Aber ich muss noch mal fragen. Ich zahle 360 Euro und kann bis zu 720 Euro Verschleißteile austauschen lassen. Richtig. Zum Beispiel auch Reifen. Kannst du auch, ja klar, alles was Verschleiß ist. Bremsbeläge, Bremsscheiben. Alles, was Verschleiß ist. Oder ich falle hin und hier dieser ganz tolle Lenker ist abgebrochen. Oder Teile davon, ist Verschleiß. Ja, oder die reißt die Hebel ab beim Sturz, egal was, ist dann auch dementsprechend mit. Und die Arbeitszeit auch? Ja. Gut, so, jetzt haben wir. Was nicht enthalten ist die klassische Inspektion. Das heißt, wenn du dein Rad nur zum Service bringst, Abnutzung. Sagst, okay, ich will einfach nochmal alles gecheckt haben, das ist nicht mit inkludiert, stellen wir jetzt aber beispielsweise fest, okay, Bremsbeläge sind fällig, können wir diesen Posten auch auf die Versicherung umlegen. Das heißt, wir wechseln die Bremsbeläge, wir stellen sie neu ein und dann sind diese Kosten nicht mehr auf der Inspektionsseite, sage ich mal, ne, was der Kunde selber trägt. Ja, ich habe vor kurzem eine neue Brille gekauft, ja, ist kein Witz. In Saarbrücken sagt man nicht bei wem, beim Größten, egal. Und was der gesagt hat, ich habe eine Versicherung, die kostet dich in 2 Jahren irgendwie 300 Euro und du kriegst aber einen Gutschein nach 2 Jahren zurück in Höhe von 300 Euro. Und wenn die Brille weg ist und so, also die ersetzen alles. Und so habe ich gefragt, wo ist denn der Haken? Hat er gesagt, ich habe keine Ahnung, da unterschreiben. Aber es ist wirklich so. Ich nehme an, dass nicht alle immer alle Verschleißteile, es wird ja sonst gar nicht gehen, oder? Nein, also das Versicherungsgebaren ist natürlich nochmal eine eigene Sparte. Wie gesagt, Fahrräder ohne Motor sind im Verhältnis etwas teurer wie E-Bikes. Hängt einfach damit zusammen, dass man klassische Fahrräder schon länger reguliert vom Schaden her wie E-Bikes. Okay, das heißt, E-Bikes sind noch billiger? Ja. Im Moment? Im Moment auf jeden Fall, ja. Ja, das Fahrrad kann man kaufen, einmal im Präsenzhandel. Wir drehen gerade in St. Wendel, das liegt im Saarland, nördliches Saarland, so zwischen Saarbrücken und Trier, grob gesagt. Und es gibt noch ein zweites Geschäft, das ist in der Nähe von Saarbrücken. Die geben sich nicht viel. Ich glaube, Rennräder hast du nur hier? Genau, Rennräder haben wir nur hier in St. Wendel. Das hängt einfach mit der Fläche zusammen. Das war uns auch wichtig, gerade Rennrad, Cyclocross oder Gravelbikes mittlerweile halt auch hier zu platzieren. Du fährst jeden Tag hin und her, das heißt, du kannst es mitnehmen zur Not, also wenn einer das da fahren will. So, jetzt kommt es aber noch viel besser. Du machst den Versandhandel tatsächlich noch länger, wie du dein eigenes Ladengeschäft betreibst und hast sehr gute Erfahrungen damit. Man kann dieses Fahrrad im Versandhandel bestellen. Ich kann es auch Probe fahren, wenn ich es bekomme. Da gelten aber besondere Regeln. Ja, prinzipiell kann man es natürlich auch Probe fahren. Wenn es jetzt gar nicht passen sollte, kann man es auch zurückschicken. Aber wir sagen immer, ich sage jetzt mal, ein Rad für 6.000 Euro schippern wir ungern immer durch Deutschland hin und her. Na gut, ich habe aber einen Rechtsanspruch. Genau. Aber wenn es dann zurückkommt? Aber lieber vorher klären, Rahmengröße etc. Uns kontaktieren, wenn man unsicher ist. Wir müssen natürlich auch davon ausgehen, im kommenden Jahr wird das Material wirklich sehr, sehr rar und knapp sein, je nachdem, wie die Entwicklung halt auch ist, wie das Wetter sich darstellt. Aber wir sehen jetzt aktuell wirklich schon, dass viele Produkte so extrem nachgefragt sind, dass die
der Handel beziehungsweise halt auch die Hersteller und schlussendlich dann das letzte Glied der Kette, die Produzenten, das in diesem Jahr nicht schaffen werden. Also gerade im E-Bike-Segment ist es noch extremer, aber auch in dem Bereich haben wir mittlerweile Stückzahlen, wo wir sagen müssen, okay, das wird schon eng für dieses Jahr. Ne? WeCycle heißt das Unternehmen und es ist ein saarländisches Unternehmen. Du selbst bist Saarländer und man kann, nee, ist kein Saarländer. Wo kommst du her, aus welchem Ort? Aus Wittlich. Aus Wittlich. Oh je, Trierer quasi. Und aber du wohnst schon ewig im Saarland, richtig? Ja, genau. Zur Ehrenrettung. Deine Kinder sind in Saarland geboren? Ja. Gut, so, das lasse ich dann gelten. Also, so, Sie können es also dann einfach ordern. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist, wenn Sie immer noch nach wie vor das, ich sag mal, eine intensive Beratung haben möchten, am besten kurz vorher anrufen, einen Termin geben lassen, oder? Ja, ich meine, wir haben mittlerweile auch viele Kunden, die deutschlandweit die Anreise von 400-500 Kilometern nicht scheuen, wo wir dann auch uns wirklich besonders halt auch Zeit geben, wenn jemand wirklich von so weit herkommt. Aber dann müssen wir das natürlich schon terminlich gut abstimmen, dass wir das Produkt dann halt auch da haben, die passende Größe da haben, damit derjenige nicht umsonst fahren kommt. Nico Ockenfels, vielen Dank. Wenn Sie Lust haben, bestellen Sie es bei recycle.de. Da geht auch Click und Collect. Nee, stimmt das? Richtig. Hast du es so genannt? Ja. Das heißt, Sie können es also bestellen und hier abholen. Das machen mittlerweile auch immer mehr Leute. Ja, danke schön. Tschüss, Nico. Ciao, Sven.